Ja, einen wunderschönen guten Abend allerseits. Guten Abend, schön euch zu sehen. Und herzlich willkommen zu unserem königlichen Wochenende. Ich freue mich sehr, dass ihr alle hier seid, dass ihr euch auf den Weg gemacht habt und Teil dieses spannenden, sicherlich herausfordernden, informativen Abend teilzunehmen. Natürlich auch ein herzliches Willkommen an unseren Ehrengast, seine königliche Hoheit, Prinz Philipp Kirill von Preußen. Wir sind dir sehr, sehr dankbar, dass du den weiten Weg aus unserer Hauptstadt gemacht hast, dass du dieses Wochenende bei uns bist. Ich persönlich bin ein Geschichtsenthusiast und fasziniert von der Geschichte von deiner Familie und dem Einfluss, die sie auf dieses Land, auf unser Kontinent und natürlich auch auf unsere ganze Lebensweise hat. Vielleicht für euch zum Wissen, Preußen wurde 1525 als Herzogtum an der Südostküste der Ostsee gegründet und das Haus Hohenzollern regierte Preußen und vergrößerte es erfolgreich durch eine sehr gute und organisierte, effektive Armee. Preußens Hauptstadt war Königsberg, aber als Preußen 1701 zum Königreich wurde, zog die Hauptstadt nach Berlin, wo sie auch bis zum heutigen Tag ist. Du, Philipp, kennst deine Geschichte von deiner Familie besser als wahrscheinlich jeder hier im Raum. Aber ich möchte gern uns allen helfen, dich irgendwo einzuordnen, was die Dynastie der Hohenzollern eingeht. Deine, und wir hatten es gerade beim Pizzaessen nochmal besprochen, deine Urgroßmutter war Königin Victoria von England. Königin Victoria hatte 9 Kinder. Okay? Du hast nur 6. Also. Auf jeden Fall möchte ich mal 2 von Victorias Kinder betrachten. Und zwar ihr ältestes Kind, auch genannt Victoria, ein Mädchen, in der Familie aber als Vicky genannt. Und ihr ältester Sohn, Edward. Edward wurde König von England von 1901 bis 1910. Und Victoria, die Tochter, Vicky, heiratete Friedrich III., auch genannt der 99 Tage Kaiser. Edward hatte einen Sohn, der älteste Sohn war George V. Und ja, das älteste Kind von Victoria war Wilhelm II., der letzte deutsche Kaiser. George V. hatte mehrere Söhne, unter anderem George VI., der dann König wurde. Und Wilhelm II. Hatte einen Sohn mit dem Namen Wilhelm, der Kronprinz. George VI. Hatte eine Tochter, genannt Elisabeth, heute Königin von England. Und Kronprinz Wilhelm hatte einen Sohn mit dem Namen Louis Ferdinand. Elisabeth hat einen Sohn mit dem Namen Charles. Und Louis Ferdinand hat einen Sohn mit dem Namen Friedrich Wilhelm. Prinz Charles hat einen Sohn mit dem Namen William und Friedrich Wilhelm hat einen Sohn mit dem Namen Philipp. Und das können wir mit allen von Victorias 9 Kindern machen und herausfinden, dass du mit allen Königen Europas heute verwandt bist. Dein 7-facher Onkel war Friedrich der Große, auch genannt als der alte Fritz. Er hat die Kartoffel übrigens nach Deutschland gebracht. Und wenn also jemand heute Abend Kartoffeln zum Abendessen hatte, kann er sich bei Philipp nachher bedanken. Du, Philipp, bist ja seit 2009 Pastor. Also wenn ich irgendwas falsch sage, dann musst du nachher korrigieren. Aber das Internet ist sehr hilfreich manchmal. Du bist aber seit 2009 Pastor in den verschiedensten Gemeinden schon gewesen und gedient, unter anderem auch Birkenwerder, nördlich von Berlin in Brandenburg, wo meine Frau und ich dich kennenlernen durften und einmal nach einem Gottesdienst hast du uns eingeladen zum Äpfelpflücken im Gemeindegarten, wo wir auch, glaube ich, ganz gut genossen haben. Zuletzt aber warst du Pastor in Berlin-Kreuzberg in der Südsternkirche.
Und vielleicht ein ganz interessanter Fakt. Die Südsternkirche wurde von Kaiser Wilhelm II. Und Kaiserin Auguste Victoria eingeweiht am 8. Mai 1897. Das ist morgen. Also 2022, aber ja. Zufälligerweise war das auch die Gemeinde, wo meine Oma 1938 als Kind getauft wurde, wo meine Mutter getauft wurde 1963 und ich von dem Pastor Peter Dippel als Kind eingesegnet wurde. Ich muss aber zugeben, ich habe von dir schon etwas vor etwa vielen, vielen Jahren mal gehört. Meine Oma und ich, wir sind oftmals in der U-Bahn gefahren in Berlin, du kennst das sicherlich, da fährt man doch eine ganze Weile von A nach B zu kommen. Und sie hatte mir dieses Buch gegeben. Kraft zum Leben. Interessantes Buch. Und in diesem Buch sind verschiedene Artikel von prominenten Personen. Und als ich da mal durchgeblättert hatte, in Kapitel 1, Seite 14 und 15, war ein Artikel von einem jungen Prinzen aus Preußen. Und das habe ich gelesen, damals schon fasziniert mit 15, 16, mit deiner Familie. Und dort schreibst du einen sehr interessanten Artikel über die Ehe und über die zerstörerische Natur des Egoismus. Du sagst, auch ich war auf diesem Weg letztlich ein Egoist, vielleicht in der kultivierten Form. Das ist im Hochadel wie bei jedem anderen. Und wenn es dabei geblieben wäre, dann stünde meine Frau und ich trotz unserer vier Kinder heute oder in ein paar Jahren vermutlich genauso vor einem Scherbenhaufen. Da hört Philipp aber nicht auf. Er sagt noch, doch jemand Stärkeres trat in mein Leben. Ich bin wirklich, wirklich dankbar, dass du da bist. Und ich möchte dich nochmal ganz herzlich willkommen heißen hier in Lindau. Wir werden es jetzt so machen, ich werde jetzt beten, dann hat Philipp ein kräftiges, mächtiges Wort, was er uns mitgeben möchte. Und dann werden wir eine kurze Pause einlegen und dann werden wir ein Interview machen, wo ich ein paar Fragen stellen werde und aber auch die, die Lust haben, eine oder andere Frage zu stellen. Ich möchte kurz beten. Vater, ich danke dir so sehr für diesen Abend. Ich danke dir so sehr für Philipp, für das, was du in seinem Leben schon bewirkt hast. Und ich möchte dich bitten, dass du mächtig jetzt auch zu uns sprichst hier in Lindau, dass du ihm einfach auch die Kraft und die Worte und die Konzentration, einfach die Energie gibst, Vater, wirklich gebraucht zu werden von dir. Ich segne ihn in deinem Namen. Amen. Ja, guten Abend. Ich freue mich, dass ich hier bin. Der Weg hat sich auf jeden Fall schon gelohnt. Ich war noch nie in Lindau und stieg an der Haltestelle Lindau-Insel aus und wurde dann von Anthony an den schönsten Platz geführt, den Sie alle schon lange kennen, mit dem Löwen und dem Leuchtturm. Großartig. Und dann gingen wir da noch durch die Altstadt, wunderschön, hat mich erinnert an Weinheim. Da wohnt mein Ältester nämlich im Moment noch mit seiner Frau. Das sind so wirklich die beiden schönsten Kleinstädte, die ich kenne. Ja, aber es wird sich noch mehr lohnen, das ist ja der eigentliche Anlass. Also Häuser, was ist das schon, das wird alles mal vergehen. Noch mehr lohnen jetzt mit heute Abend und morgen, dass wir hier uns gemeinsam auf Gottes Wort konzentrieren können. Mächtig. Man wird sehen. Also ich würde eher sagen, heute Abend zumindest ist es ein bisschen nachdenklich. Ich habe lange überlegt, wie ich die Dinge so aufteile und kam letztlich zu dem Schluss, nein, ich möchte nicht nur einen ersten Teil machen von dem Hauptthema, sondern mir legte sich etwas anderes auf das Herz und ich hoffe, dass
sie sich, dass ihr euch als Geschwister, wir sind ja alle Brüder und Schwestern im Herrn, übrigens auch königliches Wochenende, das ist nicht, weil ich hier bin, sondern weil sich hier lauter Königskinder versammeln, nicht wahr? Alle Prinzen und Prinzessinnen von Himmel. Ja, also ich hoffe, dass wir gemeinsam in Gottes Wort schürfen können und dabei so manchen Schatz heben. Das Thema für heute Abend, die Überschrift, die ich gewählt habe, ist Vertraue auf Gottes Wort. Denn das ist auch die Voraussetzung dafür, wenn das Hauptthema dann, das angekündigt war und das morgen vor allen Dingen im Mittelpunkt steht, dass man auch der Vergebung, wenn Gott die Vergebung wichtig nimmt, auch so viel Wichtigkeit einräumt. Wenn ich Gottes Wort nicht vertraue, warum sollte ich dann, wenn er sagt, Vergebung ist wichtig, Vergebung wichtig nehmen? Und natürlich sind viele andere Dinge in Gottes Wort auch wichtig. Und mit einigen möchte ich mich heute Abend beschäftigen, an denen man ablesen kann, ob man Gottes Wort wirklich vertraut. Erster Gedanke. Höre Israel. Das höchste Gebot und was damit zusammenhängt. Es gibt ja, für uns ist das nicht verwunderlich, eine Übereinstimmung zwischen Alten und Neuen Testament. Also es gibt leider etliche Theologen, die meinen, man könnte das Alte und das Neue Testament oder sagen wir das Erste und das Zweite, den Ersten Bund und den Zweiten Bund auseinandernehmen und im Neuen Testament, um jetzt bei dem landläufigen Sprachgebrauch zu bleiben, also im Neuen Testament würde uns ein ganz anderer Gott begegnen, das sei dann der Gott der Gnade, nicht mehr der Gott der Rache. Die haben aber ihre Bibel nicht genau gelesen. Der Gott der Gnade tritt genauso schon im Alten Testament auf, der gnädig ist über tausende Generationen. Und der Gott der Rache tritt genauso auch im Neuen Testament auf. Also im letzten Buch der Bibel, da strotzt es nur so davon, dass die Menschen, dass die Völker sich vor Gott verantworten müssen. Also Übereinstimmung im Neuen Testament und im Alten Testament. Kein Wunder, weil es der eine Gott ist, gestern, heute und derselbe auch in Ewigkeit. Über wen wird das gesagt? Wir machen heute so ein bisschen ratende Bibelkunde auch. Also ich werde Ihnen nicht so sehr auf den Zahn fühlen, aber Sie können sich ja selber auf den Zahn fühlen, ob Sie das dann beantworten können. Also über wen wird das gesagt natürlich? Ja. Interessanterweise steht dieser Vers, wer weiß, wo das steht, Hebräer 13, Vers 8 ist das, steht dieser Vers über den beiden Kirchen, in denen ich zuletzt meinen Dienst versehen habe, in Birkenwerder und in der Südsternkirche, an prominenter Stelle. Ja, wichtiges Wort. Jesus Christus, derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Und wenn Jesus Gott ist, also Gott, derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Und wenn er etwas im Alten Testament offenbart, wenn er sich im Alten Testament offenbart, dann offenbart er sich als derselbe, der er auch immer sein wird. Und Gott zu einem Papiertiger zu machen, der nur noch gnädig ist, Bonhoeffer bezeichnet das als die billige Gnade, das geht nicht gut. Also spätestens, wenn wir uns vor ihm verantworten müssen, dann wird das unweigerlich sich als Realität erweisen. Also Übereinstimmung im Neuen und im Alten Testament. Was ist der wichtigste Vers im Neuen Testament? Also üblicherweise würde man dann sagen, naja, das kleine Evangelium, Johannes 3, Vers 16. Den kennen Sie wahrscheinlich alle, meine Konfirmanden mussten den und einige andere, aber vor allen Dingen auch den Vers auswendig lernen. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, also hingab im Sinne von Opfern, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Ja, durchaus, kann man so sehen. Aber ich möchte heute mal den Fokus auf andere wichtige oder wichtigste Verse lenken, die ja einen anderen Aspekt beleuchten, nämlich von uns aus. Das war von Gott aus, so sehr hat Gott die Welt geliebt, und auf unsere ewige Perspektive, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ein ewiges Leben haben. Wer von euch kennt Markus 12, Vers 30 und 31? Du sollst den Herrn, dein Gott, lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem
Wesen und Verstand und deinen Nächsten wie dich selbst. Also die beiden, als Jesus gefragt wurde, was ist das höchste Gebot? Die beiden Gebote, die er dann genannt hat. Und ich sagte ja Übereinstimmung, und damit komme ich auf die Überschrift dieses ersten Gedankens zurück, höre Israel, also der Nukleus, der entscheidende Kern für die Juden, für das Volk Israel, was ihren Glauben angeht, findet sich genau, fast genau in dieser Wortwahl. Wer weiß, wo steht? 5. Mose 6, Vers 4 und 5. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieb haben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Also, auch da drin sehen wir die Übereinstimmung, die uns nicht wundert. Und dann auch Übereinstimmung in der Bedeutung des Wortes Gottes. Jesus sagt, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Matthäus 24, Vers 35. Und was die Bedeutung angeht, wahrscheinlich vielen bekannter aus der Bergpredigt, gibt auch ein schönes Lied dazu. Da dam 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 dam. Kennt das jemand? Ja. Ein Kluger baut sein Haus auf Felsengrund. Genau. Ja, also am Ende Zusammenfassung der Bergpredigt, Fazit der Bergpredigt. Wer diese meine Rede hört und sie tut, der gleicht einem, der sein Haus auf Fels gebaut hat. Matthäus 7, Vers 24. Und im Alten Testament, ich meinte ja, Übereinstimmung in der Bedeutung des Wortes Gottes. Wer kennt einen Vers aus Josua 1? Vermutlich werden die meisten jetzt sagen, na Vers 9. Nämlich? Ja, sei getrost und unverzagt in meiner Übersetzung. Denn der Herr dein Gott ist mit dir in allem, was du tun wirst. Das lässt man sich doch gerne sagen, nicht? So als Ermutigung. Und Josua hat das offensichtlich gebraucht. Deswegen hat sein bester Psychologe Gott ihm genau auch das am Anfang seines herausfordernden Auftrags zugesprochen. Ich möchte aber auf einen anderen Vers, nämlich Vers 7. Der ist, ja, härtere Kost. Der ist herausfordernder. Da geht es nämlich um Gottes Wort. Da geht es um das Halten. Sei nur getrost und ganz unverzagt oder sei stark und sehr mutig, dass du hältst und tust in allen Dingen nach dem Gesetz, das dir Mose, mein Knecht, geboten hat. Weiche nicht davon, weder zur Rechten noch zur Linken. Also natürlich, Bibelleser wundert das nicht, auch im Alten Testament stellt Gott ganz deutlich heraus, wie wichtig sein Wort ist. Welche Bedeutung sein Wort für uns haben soll. Und interessant, ich habe den Vers ja nicht ganz gelesen, der schließt mit einer Verheißung. Weiche davon, weder zur Rechten noch zur Linken, damit du es recht ausrichten kannst, wohin du auch gehst. Also damit dir das gelingt. Ja, das erinnert uns dann an einen Vers ein bisschen weiter vorne, wo Gott Josua zusagt, jede Stätte, auf die eure Fußsohlen treten werden, habe ich euch gegeben, wie ich Mose zugesagt habe. Also dir werden die Dinge gelingen, wenn du meinem Wort so große Bedeutung beimisst, wie es angemessen ist. Zweiter Unterpunkt zu diesem, das höchste Gebot und was damit zusammenhängt, sich Gottes Wort zu Herzen nehmen. Kehren wir nochmal zurück zu diesem Schma Israel, zu diesem Wichtigsten im Alten Testament. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieb haben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Und dann heißt es da weiter, direkt im nächsten Vers, und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du zu Herzen nehmen. Also, das
ist nicht nur für wahr halten. Auch der Teufel hält für wahr. Der Teufel glaubt sogar, dass es Gott gibt. Und er zittert. Also es geht nicht nur hier um so ein distanziertes Fürwahrhalten oder ein vergretztes sich dran halten, naja, ich muss das ja, ist ja Gottes Wort und ich bin Christ, dann muss ich das also irgendwie widerwillig halten. Nein, zu Herzen nehmen. Also im Sinne von, Gottes Wort ist mein größter Schatz. Schatz, das hat ja so etwas Rationales und Emotionales. Dem messe ich rational die größte Bedeutung bei und ich verbinde auch emotional Positives damit. Ja, wenn du 10 Millionen im Lotto gewinnst, dann findest du das rational enorm wichtig, diese 10 Millionen, aber du wirst wahrscheinlich dadurch auch zumindest ein Stück glücklich. Das ist eben klasse. Schatz, es hat beides. Und Schatz, Gottes Wort soll der Schatz sein? Natürlich, auch als Bibelleser weiß man, es gibt noch anderes, das uns glücklich macht, glücklich machen soll. Zunächst grundlegend glücklich macht. Jesus redet davon, dass das Himmelreich einem Schatz gleicht, dass ein Mann fand und verbarg. Lassen wir jetzt mal das Juristische dabei beiseite, ja, ob er den Schatz hätte abgeben müssen oder wie auch immer. Jedenfalls, er kaufte diesen Acker und hatte dann diesen Schatz. Oder Perle. Die schönste Perle fand er und dann verkaufte er alles, was er hatte und kaufte diese Perle. Also natürlich das Himmelreich. Das ist der größte Schatz. Das ist das Fundament. Und wenn wir Fundament hören, dann denken wir natürlich, naja, aber also das Himmelreich wird uns ja durch den Grund, kein anderer Grund kann gelegt werden als Jesus. Durch diesen Grund wird uns ja das Himmelreich erst eröffnet. Ja, natürlich. Jesus, Gott selbst, soll unser Schatz sein, unser Liebstes. Ich vermute, mancher kennt vielleicht noch das alte Kirchenlied, Schönster Herr Jesu. Kennt das jemand? Ja, ich sehe einige der älteren Köpfe nicken. Ist auch für die Jüngeren was. Ich liebe dieses Lied. Schönster Herr Jesu. Und da heißt es in einer Strophe, nichts soll mir werden, lieber auf Erden, als mein lieber Jesu Christ. Als du, mein lieber Jesu Christ. Ja, also natürlich einen anderen Grund kann niemand legen. Das ist der größte Schatz. Aber auf diesem Fundament, darauf aufbauend, darum geht es mir heute Abend. Also, dass dann Gottes Wort, das, was in Gottes Wort steht, für uns das Wichtigste ist. Wie ich darauf in der Ehe aufbaue, das ist ein Bild, mit dem man sich das so vergegenwärtigen kann. Also für meinen Liebsten, für meine Liebste, da tue ich ja alles. Also insbesondere Verliebte, ja, ich hole dir den Mond vom Himmel, die Sterne vom Himmel. Nein, man möchte natürlich seinem Liebsten, seiner Liebsten gefallen. Anderes Bild, Kinder wollen ihren Eltern in den jungen Jahren zumindest noch gefallen. Freuen sich daran, wenn die Eltern sich über einen freuen. Und so soll es auch bei uns sein, dass wir gerne Gott gefallen wollen. Und wenn er sagt, sein Wort ist wichtig, sich an sein Wort zu halten ist wichtig, dass es uns dann also auch von Herzen ein Anliegen ist, sich daran zu halten. Interessant ist dann wiederum der nächste Vers, der hier steht, was daraus folgt. Also diese Worte, die ich dir heute sage, 5. Mose 6, Vers 6, diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du zu Herzen nehmen. Und dann der nächste Vers, und du sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Hause sitzt oder unterwegs bist, wenn du dich niederlegst oder aufstehst. Also, aus der Liebe zu Gott und aus dem Gotteswort zu Herzen nehmen, folgt Einschärfen. Aber bevor man es den Kindern einschärft, sollte man es erstmal sich selber einschärfen. Also natürlich so stark verinnerlichen und so ernsthaft verinnerlichen wie möglich. So möchte ich mal dieses vielleicht etwas sperrige Wort Einschärfen erklären. Damit es nicht so
nicht so negativ wirkt. Nach dem Höre Israel, das höchste Gebot und was damit zusammenhängt, jetzt mein zweiter Hauptgedanke. Nehme ich mir Gottes Wort wirklich zu Herzen? Nimmst du dir Gottes Wort wirklich zu Herzen? Erste Frage, lebst du damit als deinem größten Schatz? Welches Wort kennst du aus Psalm 119? Vermutlich Vers 105. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Dein Wort. Ne? Und so weiter. Ja. Ich möchte aber unseren Blick heute auf ein nicht so eingängiges oder ein herausfordernderes Wort, Vers lenken. Nämlich 72. Das wird wahrscheinlich nicht jeder so auswendig können. Das Gesetz deines Mundes ist mir lieber als der Lottogewinn von 10 Millionen, steht da natürlich so nicht, lieber als 4000 Stück Gold und Silber. Wie drückt sich das bei dir aus, dass Gottes Wort dir lieber ist als 4000 Stück Gold und Silber? Vielleicht ist es noch nicht so weit, dann ist das vielleicht für heute Abend die Herausforderung. Du kannst es ja ablesen daran, wie du sein Wort tatsächlich täglich wertschätzt. Kriegst du es so gerade hin, die Losung zu lesen? Oder räumst du ihm am Tag mehr Zeit ein, diesen Schatz? Mein Kapital, mein geistliches Kapital, aus dem ich schöpfe, das ist nicht mein langjähriges Theologiestudium. Das war also im besten Falle hilfreich, im häufigen Falle Ballast, im schlimmsten Falle Gift. Das, woraus ich schöpfe, das ist die Jahre und jahrzehntelange Beschäftigung mit Gottes Wort, dass ich selber da drin ganz eifrig geforscht habe und noch forsche, daraus gegessen habe, getrunken habe und natürlich nie sehr unbewaffnet aus dem Haus gegangen bin. Ich habe damals bei meiner Bekehrung eine kleine Bibel geschenkt bekommen. Heute habe ich zwei mit, weil ich vergessen habe, die kleine rauszulegen, die ich sonst immer dabei habe. Ich brauche ja nicht zwei. Und wie wird Gottes Wort bezeichnet? Als Schwert des Geistes. Also natürlich nicht unbewaffnet aus dem Haus gehen. Man hat immer seine Bibel dabei oder zumindest in der schlanken Version von den Gideons, Neues Testament und Psalmen und Sprüche. Und bestreite dein Tagwerk natürlich auch nie ungestärkt. Also das geistliche Brot, am besten Schwarzbrot, ohne dass man sein Tagwerk nicht bestehen kann. Gerade gestern war ich bei einer Tagung in Potsdam und da wurde vor mir noch jemand anderes interviewt. Und diese Mutter, so hat der Interviewer das thematisiert, die ist um 5 Uhr aufgestanden. Ich weiß nicht, ob sie das noch so macht, ob es noch nötig ist. Jedenfalls in einer entscheidenden Phase, in einer sehr herausfordernden Phase, wo ihr jüngstes Kind nämlich immer früh wach wurde, um 6. Das jüngste von 4. Und ihre Konsequenz war, das hatte sie dann leidlich erfahren, na, dann muss ich eben noch früher aufstehen. Denn wenn ich erst Gottes Wort lese, wenn der Kleine schon um mich rum ist, Mama, wie lange noch? Wann machst du Frühstück? Da kann man sich nicht mehr auf Gottes Wort konzentrieren. Also hat sie das Opfer gebracht, um 5 aufzustehen, damit sie noch in Ruhe sich Zeit nimmt für Gottes Wort, für die Schätze, die es da zu heben gilt, für die Stärkung, die sie für ihr herausforderndes Tagwerk braucht. Anderes Beispiel, über das ich gelesen habe, von jemandem, der sich vornahm, jeden Tag, ich meine, es waren 4 Kapitel in der Bibel zu lesen. Das war
stieg dann im Laufe seiner Karriere auch auf zum General, ein US-General. Und es gab bestimmte Phasen, in denen er das nicht schaffte. Nämlich während des Zweiten Weltkriegs an der Westfront, also er gehörte zu den Alliierten, die gegen die Truppen des nationalsozialistischen Deutschlands kämpften. Wenn also Kampftage waren, wo wirkliche Schlacht, wo er stark gefordert war, da kriegte er das nicht hin. Das hat er dann in den Ruhetagen nachgeholt. Und dann schreibt der Autor, der dieses Beispiel brachte, und das hat sich mir, damit hat er sich mir auch sehr eingebrannt, da schrieb er: Also wenn jemand im Krieg, im wirklichen Krieg, es hinbekommt, zumindest dann auch nachgeholterweise, sein Pensum am Bibellesen zu schaffen, dann gibt es überhaupt keine Entschuldigung für Umstände, unter denen man das nicht hinbekommt. Hast du wenigstens ein schlechtes Gewissen noch, wenn du dem Anspruch, den du dir vielleicht selbst gesteckt hast oder den du schon mal in Predigten gehört hast, was Gottes Wort angeht, nicht gerecht wirst, immer. Also wenigstens müsstest du das haben. Und dass es dich dann nicht loslässt und du dann dich doch wieder aufraffst und sagst, gut, ich versuch's wieder. Und dann natürlich Gottes Wort zu Herzen nehmen, das liegt nicht nur, kann man nicht nur ablesen an der Quantität, sondern auch, ob du dann sein Wort ernst nimmst. Machst du es wirklich zur Richtschnur für dein Leben und drückst dadurch also dein Vertrauen, um das es ja heute Abend geht, vertraue Gottes Wort, drückst dein Vertrauen zu Gottes Wort aus. Und da dritter Hauptpunkt, jetzt einige Prüfsteine. Also der erste Prüfstein ist natürlich schon der Umgang mit Gottes Wort, aber gehen wir dem noch ein bisschen mehr nach. Was ist die Voraussetzung für wirkliche Jüngerschaft? War gerade neulich in einem Kapitel meiner täglichen Bibellese wieder dran, vor 2 Tagen. Steht in mehreren Evangelien, bei mir ist im Moment gerade Markus, weil ich jeden Tag auch ein Kapitel Evangelien lese. Und dann ist jetzt im zweiten Durchgang des Jahres gerade wieder Markus dran. Also Markus 8, Vers 34. Was würdet ihr sagen, bevor ihr nachschlagt, was ist die Hauptvoraussetzung für wahre Jüngerschaft? Wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Und Lukas hat es, Jesus hat das ja öfter erzählt, und Lukas hat es aufgeschrieben in der Fassung, die Jesus natürlich dann auch gesagt hat, der verleugne sich täglich. Also, Kreuz auf sich nehmen, sich selbst verleugnen. Nimmst du das ernst? Hast du dazu ein Ja? Ja, genau, nur so kann ich meinem Herrn nachfolgen. Im Vater Unser, im Unser Vater, da ist das ja auch formuliert, noch relativ harmlos formuliert. Dein Wille geschehe. Im Garten Gethsemane hat Jesus dann es so formuliert, wie es wirklich ja dazugehört, was es wirklich bedeutet: Nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Also ist das etwas, wo du sagst, ja, oder ist das für dich, also ist ja schrecklich, wenn ich mir das so bewusst mache, worauf habe ich mich da bloß eingelassen? Ich komme ja gar nicht mehr selber zum Zuge. Da kann ich dir nur sagen, lebe doch nach dem Gospel-Song, Oh Happy Day. Es gab in Amerika, in Nordamerika, die dort gar nicht hin wollten, die da unfreiwillig hingekommen sind, mancher kennt vielleicht noch von den Älteren,
die Serie Roots. Mir hat sich die damals sehr eingeprägt. Da wurde ja das Schicksal der afrikanischen Sklaven, die verschleppt wurden nach Nordamerika, thematisiert. Also, da gab es über Generationen Menschen, die nicht auf ihre Kosten kamen, die nur nach dem Gusto eines anderen leben mussten und nicht freiwillig gewählt. Und die, Gott sei es gedankt, das Evangelium hörten und zum Glauben kamen in ihrem Elend und die dann dieses wunderbare Lied dichteten. Oh, happy day. Nicht der Tag jetzt, sondern when Jesus comes. Ja, wir haben hier jetzt noch nicht die Verheißung, dass wir oh, happy days haben, sondern das kommt erst noch. Schauen wir uns an, wie Paulus darüber schreibt. Zum Beispiel im 2. Korintherbrief. Ja, Paulus hat uns den Glauben gebracht. Er ist der große Heidenapostel. Er hat den Ruf, Gott sei es gedankt, gehört und befolgt, komm herüber und hilf uns, wie er es im Traum hört. Und dann ist er hin, hat seine Zelte abgebrochen in Asien, in Kleinasien und ist nach Europa gekommen. Aber was war der Preis seiner ganzen Reisen, überhaupt seines ganzen Dienstes? Er zählt das ja durchaus mal auf, was ihm alles widerfahren ist. Sogar zweimal gesteinigt. Schon bei einem Mal stirbt man normalerweise. Und dann fasst er das Ganze zusammen. Wir sind von allen Seiten bedrängt, 2. Korinther 4, Vers 8. Wir sind von allen Seiten bedrängt, aber wir ängstigen uns nicht. Uns ist bange, aber wir verzagen nicht. Wir leiden Verfolgung, aber wir werden nicht verlassen. Wir werden unterdrückt, aber wir kommen nicht um. Wir tragen alle Zeit das Sterben Jesu in unserem Leibe, damit auch das Leben Jesu in unserem Leibe offenbar werde. Und dann am Ende des Kapitels das Fazit. Unsere Trübsal, noch ein Vers davor, darum werden wir nicht müde, sondern wenn auch unser äußerer Mensch verfällt, so wird doch der innere Tag von Tag zu Tag erneuert. Denn unsere Trübsal, die zeitlich und leicht ist, schafft eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Uns, die wir nicht sehen auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich, also begrenzt. Was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Oh, happy day. Meine Herrlichkeit kommt erst noch. Also wenn dir Selbstverleugnung gar nicht so attraktiv vorkommt, wäre auch seltsam, wenn es dir attraktiv vorkäme, wenn es deinem Fleisch attraktiv vorkäme, ist nicht so schlimm. Dein happy day, deine endlosen happy days kommen erst noch. Aber auch hier sorgt Gott schon gut für uns. Da fällt viel Segen von ab, von so einem Einwilligen in die Jüngerschaft. Mir hat mal jemand zum Geburtstag geschrieben, war zu der Zeit mein geistlicher Vater in Christo. Es gibt kein größeres Glück auf Erden, als Gott wohlgefällig zu leben. Nicht, weil sich das Fleisch dabei so wohlfühlt, der alte Mensch, sondern weil man innerlich dabei merkt, ja, das ist genau richtig. Gottes Wohlgefallen ruht auf mir und er kann mich segnen. Meine Beziehung zu ihm ist ungetrübt und das ist eigentlich das Schönste. Jesus drückt es mal so aus, als er der Frau am Jakobsbrunnen begegnet, ist mittags, die Jünger sind schon gegangen, um was zu essen zu besorgen. Sie kommen wieder, er ist im Gespräch, hat vielleicht noch nicht mal das Wasser getrunken, das er eigentlich vom Brunnen haben wollte. Sie haben Essen mitgebracht. Und dann sagen sie, Meister, iss. Und Jesus sagt, meine Speise ist die, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und vollende sein Werk. Da hat es jemand verinnerlicht. Sehr schön. Johannes 4, Vers 34. Also das gibt einem hier schon so eine Erfüllung, obwohl das Fleisch dabei sagt, nein, ich mag das nicht. Dass man doch sagt, ja, und so will ich es weitermachen.
So ähnlich wie damals, als ich in meinem Austauschjahr in den USA im Schwimmteam war, im Schulschwimmteam und auf Langstrecke eingeteilt wurde und da meine Bahn ziehen musste, jeden Tag nach der Schule, am Wochenende auch noch oder dann zu den Wettkämpfen fahren. Und ich mochte es eigentlich überhaupt nicht. Also Schwimmen lag mir, ja, ich mochte schwimmen, aber dieses ständige Üben und noch eine Bahn und noch eine Bahn, ich mochte es nicht. Und trotzdem bin ich dabei geblieben, weil ich wollte, ja doch, es ist gut. Also wenn du bei den Wettkämpfen gut abschneiden willst, dann musst du da durch. Und so kennt ihr das vermutlich auch, wer Diät macht oder Sport macht. Man mag es eigentlich nicht in dem Moment, wo der Körper was anderes möchte, Ruhe oder Kalorien oder wie auch immer. Aber man weiß, doch, es ist gut für mich. Das Ergebnis ist gut. Und so auch, ja, ich gehe diesen Weg des Kreuzes. Es gefällt meinem Fleisch nicht, aber es ist gut für mich. Schon hier und dereinst erst recht. Also daran, wie du über Nachfolge, über diese Voraussetzung von Nachfolge denkst, wie du dich dazu stellst, ob du zumindest tief drin ein Ja, das ist gut für mich, ja, Vater, so hat es dir wohlgefallen hast, oder nicht, daran kannst du ablesen, ob du, an diesem Prüfstein kannst du ablesen, ob du dir Gottes Wort wirklich zu Herzen nimmst, ob du es wirklich ernst nimmst. Wir haben das unseren Kindern als Programm mitgegeben. Es begleitet sie. Sie können sich gar nicht dagegen wehren. Unsere beiden Jungs heißen beide Mose. Also bei uns ist es so Tradition in unserer Familie, dass alle Kinder, ich habe es auch, 7 Namen haben. Man hat einen Rufnamen oder 2 und dann noch einen 5 danach. Und ich fand, und meine Frau hat gesagt, ja, mach. Ich fand es angemessen, dass die Jungs als letzten Namen Mose haben, beide. Immerhin hat der Amtsschimmel auch nicht so sehr gewirrt, dass das verboten gewesen wäre. Hauptsache, der Rufname ist unterschiedlich. Und so heißen sie also beide Mose. Warum? Warum war mir das wichtig? Hat jemand eine Idee? Das hängt mit dem Hebräerbrief zusammen und damit, wie Mose da charakterisiert wird oder beschrieben wird. Kapitel 11, ab Vers 24. Durch den Glauben wollte Mose, als er groß geworden war, nicht mehr als Sohn der Tochter des Pharao gelten, sondern wollte viel lieber mit dem Volk Gottes zusammen misshandelt werden, als eine Zeit lang den Genuss der Sünde haben, und hielt die Schmach Christi für größeren Reichtum als die Schätze Ägyptens, denn er sah auf die Belohnung. Bevor unseren Söhnen, also das Preußentum, zu Kopf steigt, ich meine, viele Schätze gibt es da ohnehin nicht mehr, aber man kann sich auch auf den Namen was einbilden. Bevor ihnen das zu Kopf steigt und bevor sie die Welt lieb gewinnen oder wenn sie in der Gefahr stehen, die Welt lieb zu gewinnen, dann sollen sie sich vergegenwärtigen, Moment, ich bin nach Mose benannt. Ich bin nach dem benannt, der all das hatte und gesagt hat, nix. Ich will lieber die Schmach des Volkes Gottes wählen als alle Schätze Ägyptens. Denn auf mich wartet ja noch eine viel schönere Belohnung, eine ewige Belohnung. Und unsere Mädchen heißen alle Maria. Also eine heißt mit Vornamen, mit Rufnamen Maria, Maria Luise, die hat mich gestern Abend auch begleitet. Mancher, der an Preußen interessiert ist, hat vielleicht auch eine Reportage gesehen, die mal gemacht wurde auf den Spuren einer Zarenfrau, einer preußischen Prinzessin auf dem Zarenthron. Da hat unsere Tochter die verkörpert. Also die heißt wirklich Maria mit Rufnamen, aber die anderen heißen auch alle Maria. Warum Maria? Ja, das ist das eine. Und wie bezeichnet sich Maria? Wie ist ihr Selbstverständnis? Ja, genau. Siehe, ich bin des Herrn Magd. Mir geschehe, wie du gesagt hast. Lukas 1, Vers 38. Magd, nicht unbedingt so ein attraktiv scheinender Beruf.
Ja, aber die Größte unter den Frauen hat sich genau so verstanden, als Magd. Und ich fand, das ist ein gutes Programm für unsere Töchter. Ja, also der Weg in die Jüngerschaft, die Voraussetzung für wahre Jüngerschaft ist genau das. Nicht ich, sondern wie du willst, Herr. Ich will dir nachfolgen, um den Preis, mich selbst zu verleugnen und mein Kreuz auf mich zu nehmen. Dritter Prüfstein. Hängt irgendwie auch schon indirekt in den anderen drin, aber ich wollte ihn nochmal so ausdrücklich formulieren. Glaubst du wirklich, dass das wahr ist? Diese Dinge und andere, über die wir heute noch sprechen und überhaupt, die du in Gottes Wort lesen kannst. Glaubst du wirklich, dass das wahr ist? Oder bist du so jemand, dem Jesus vorwerfen muss, wie den Emmaus-Jüngern? O ihr Toren, zu trägen Herzens all dem zu glauben, was bei den Propheten geschrieben ist. Was folgt aus nicht genug Glauben? Traurigkeit, Mutlosigkeit, Kraftlosigkeit, Unentschlossenheit, Unbedingtheit im Leben. Sie haben dem Wort nicht geglaubt, obwohl Jesus das mehrfach angekündigt hatte und obwohl sie es eigentlich aus dem Alten Testament hätten wissen müssen. Und daraus folgte sofort Traurigkeit, ihre Hoffnungen waren dahin. Müsst mal nachlesen, die Emmaus-Geschichte. Aber wenn du es wirklich glaubst, und sie wurden ja danach, Jesu sei Dank, dann auch wieder in den brennenden Glauben geführt, dann war wieder Hoffnung da, Begeisterung und dann war Kraft da. Die wollten eigentlich da in der Herberge in Emmaus, war ja 2 Wegstunden, hatten sie hinter sich, jetzt ihr Haupt betten. Aber als sie wieder zum Glauben fanden an Jesus, weil er ihnen persönlich erschienen war, sie ihn erkannt hatten, da war das alles egal. Los zurück. Und ich bin mir sicher, sie haben nicht 2 Stunden gebraucht, wie auf der Hintour. Da hatten sie Kraft, da waren sie begeistert. Ja, bist du so begeistert über deinen Herrn und über das, was er dir sagt? Und natürlich über die Verheißung, die er noch für die Zukunft gibt. Viertens. Da plaudere ich jetzt noch ein bisschen mehr aus dem Nähkästchen. Ich habe ja eben schon über unsere Kinder und ihre Namen gesprochen. Jetzt komme ich noch auf ein paar Dinge mehr. Heute Abend können wir uns dafür Zeit nehmen. Morgen, da muss das ja alles ein bisschen mehr im Rahmen bleiben. Verliebt, getrennt. Also nicht verliebt, verlobt, verheiratet, sondern verliebt, getrennt. Als ich jung zum Glauben gekommen war, mit 18, ja, also die Bibel war mir schon wichtig geworden, aber ich habe mich noch nicht an alles gehalten, was da so stand. Wenn ich Gott ernst genommen hätte, dann hätte ich auch das Wort aus den Korintherbriefen ernst genommen, wo es mal heißt, über Ungläubige, Kapitel 6 im zweiten Brief, zieht nicht am fremden Joch mit den Ungläubigen. Und wäre man mehr zusammengejocht als in einem Liebesverhältnis? Ja, ich war noch nicht so weit. Ich habe mich verliebt in eine Dame in unserem Jahrgang. Und sie sich auch in mich. Wunderbar. Ich war schüchtern und war froh, dass ich nicht so lange bei ihr nun mich bemühen musste, sondern dass das auf Gegenliebe stieß. Ja, unsterblich waren wir verliebt. Und ich habe mit meinem Glauben auch nicht hinterm Berg gehalten. Und sie sagte sogar, Philipp, ich bin an dem Punkt, wo ich mich jetzt für oder gegen Jesus entscheiden muss. Und dann hat sie sich gegen Jesus entschieden. Und damit konsequenterweise auch gegen mich. Also die Konsequenz, die ich eigentlich hätte haben müssen, nicht am fremden Joch zu ziehen mit Ungläubigen, hatte sie. Ja, Philipp, mit dir an meiner Seite werde ich die Ziele nicht verwirklichen können, die ich möchte. Sie wollte Schauspielerin werden, Theaterausbildung machen und so. Das geht nur ohne Jesus und dementsprechend auch ohne dich. Ich habe ihr, das könnt ihr euch vorstellen, wahnsinnig nachgetraut. Und ich habe versucht, mich zu klammern. Ich wollte sie zurückhaben. Kennt jemand von, ich liebe Filme, kennt jemand von euch
den Film Bruce Almighty, Bruce Allmächtig. Ja, das ist ganz lustig. Da bekommt einer, der sich fürchterlich über Gott ärgert, weil er nur immer Pech hat, dem erscheint Gott und Gott gibt ihm dann eine Zeit lang göttliche Fähigkeit und sagt so, du übernimmst jetzt meinen Job, du kannst es ja besser, sagst du. Ich mach mal Ferien. Du kannst doch jetzt nicht Ferien? Doch, mach mal. Naja, so. Und tatsächlich, er probiert das aus, dolle Sache, was er da alles für Heckmeck mitmachen kann, mit Gottes Fähigkeiten. Aber eines kann er nicht, das hatte Gott ihm auch gesagt, du kannst die Leute nicht zwingen. Und da ist eine Stelle, wo seine Liebste, also wo er sich so mies ihr gegenüber verhält, dass sie einfach es nicht mehr aushält und Schluss mit ihm macht. Und dann versucht er, sie zurückzugewinnen. Liebe mich! Aber geht nicht. Trotz göttlicher Fähigkeit geht nicht. Naja, so ungefähr hätte ich auch am liebsten gemacht. Aber das ging natürlich nicht. Aber ich habe ihr einen langen Brief geschrieben. Und ich tue mich so mit Briefen, vor allen Dingen, wenn sie komplex sind, ziemlich schwer. Und der wurde also lang und länger. Und während dieser Phase suchte ich aber auch Rat bei meinem Vater in Christo und der setzte mich dann auf den Pott. Der sagte mir genau dieses Wort, Philipp, zieh nicht am gleichen Joch mit Ungläubigen, lass sie ziehen. Und weißt du, Philipp, wenn du dich an Gottes Wort hältst, also der Tisch, an dem wir hier jetzt sitzen, der ist real, klar. Aber noch realer, noch mehr Realität ist für mich, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Noch so eine Stelle, die man kennen sollte und wissen sollte, wo sie steht. Nämlich? Na, prima. Genau. Also für mich war das damals noch nicht so, dass ich das mit solcher Überzeugtheit sagen konnte. Aber dass es richtig war, das war mir schon klar. Und dann habe ich also schweren Herzens den langen Brief verworfen und habe ihn umgeschrieben, nochmal neu angefangen, jetzt nicht mehr im Sinne von zurückholen wollen, klammern wollen, sondern im Sinne von lebe wohl, aber wenn ich dir noch eins mit auf den Weg geben darf, versuch Jesus zu finden. Und das war so ungefähr ein halbes Jahr, diese Phase, war die schlimmste Phase meines Lebens bis dahin, weil meine Welt zusammengebrochen war. Ja, wie gesagt, unversterblich verliebt. Wir konnten uns unausgesprochen gar nichts anderes vorstellen vorher, als mal zu heiraten. Aber ich wusste, noch wichtiger ist für mich, dass ich meine Beziehung zu Gott nicht ruiniere. Und wenn es um den Preis ist, dass ich hier nicht mehr glücklich werde, naja, dann muss es wohl so sein. Meine Happy Days werden ja noch kommen. Und dann kam eine filmreife Szene im Zug. Ich fuhr immer mit dem Zug zur Uni und musste dabei auch an ihrem Dorf vorbeifahren. Und man konnte vom Zug aus auch ihr Wohnhaus sehen. Und ich habe mich dann immer weggedreht, weil mir das einfach zu schwer war, da nur auch noch hinzugucken zum Ort meines Elends, meiner unerreichbaren Sehnsucht. Und so war ich also wieder einmal auf dem Weg zur Uni. Und das müsste man jetzt eigentlich aus der Perspektive eines anderen erzählen. Jemand stieg ziemlich weit hinten zu und ging durch den ganzen Zug und fand mich im allerletzten, also im allervordersten Wagen, ich wollte nachher natürlich nicht so weit haben beim Aussteigen, meine Studienunterlagen waren ausgebreitet, ich war da also vertieft und das war sie. Und sie sagte mir, Philipp, ich habe mich bekehrt. Naja, ich weiß nicht, wahrscheinlich habe ich dann die erste Vorlesung verpasst an dem Tag. Bin nicht mit dem Fahrrad gefahren wie vom Bahnhof aus, sondern habe dann geschoben und wir haben uns lange unterhalten. Ich hatte aber inzwischen meine Lektion schon weitergelernt. Nämlich, es geht nicht nur danach, in wen ich mich verliebt habe, sondern es geht danach, ob das auch wirklich die ist, die Gott für mich hat. Und sogar davor noch, ob ich überhaupt heiraten darf. Also mein ziemlich ausgeprägten Ehrgeiz, den hatte ich in mein Christsein mitgenommen. Ich war eher so ein 150-prozentiger. Und wenn Paulus davon schreibt, dass etwas gut ist und etwas anderes besser, dann habe ich nach dem Besseren gestrebt. Und wenn Paulus schreibt,
es ist gut zu heiraten, aber besser ist es, ledig zu bleiben, dann dachte ich, man, dann sollte ich doch eigentlich ledig bleiben. Aber andererseits kannte ich ja Regungen in mir, die dem überhaupt nicht entsprachen. Aber ich wollte Gott gehorchen und für mich war klar, ich muss erstmal hier, das müssen wir erstmal auf Handbremse, auf Pause drücken, Standby. Jener Vater in Christo, den ich jetzt zum dritten Mal schon erwähne, war Gold wert. Ich habe ihm meine Not geschildert und er sagte, also Philipp, wenn du empfindest, wie ein normaler Mann empfindet, dann weißt du, dass du heiraten sollst. Das habe ich mir nicht zweimal sagen lassen. Ja, gut, okay, also die Gabe, ledig zu bleiben, hatte ich offensichtlich nicht. Es ist ja nun auch gerade nicht ausdrücklich verboten, sondern Paulus sagt, es ist zwar besser, aber er schränkt ja auch ein, jeder hat seine Gabe so von Gott, der eine so, der andere so. Nun war aber trotzdem noch weiterer Teil dieser Lektion, es reicht nicht, dass du weißt, du darfst heiraten und dann kannst du aufs Geratewohl, sondern entspricht diejenige auch Gottes Willen? Und das wusste ich ja bei ihr noch nicht. Es gibt, Wolfgang Bühne schreibt davon, Autor schon, als ich jung im Glauben war, da war der noch voller Kraft, voll Saft und Kraft. Er hat auch die Zeitschrift Fest und Treu rausgebracht. Und der schrieb mal von diesem Sieb, also nicht nur bekehrt, sondern auch bewährt. War sie bewährt? Würde sie sich als bewährt erweisen? Hatte sie sich ja gerade erst bekehrt? Und dann machte mir jener Vater in Christo einen Vorschlag. Bringen Sie doch mal mit auf unsere Sommerfreizeit und dann fühlen wir ihr ein bisschen geistlich auf den Zahn. Ja, fand ich gut. Also vor Liebe ist man ja blind, rosa-rote Brille. Darauf wollte ich mich nicht so verlassen, aber dem Urteil der Geschwister, dem maß ich schon Autorität bei. Also habe ich sie dazu gebracht, sie ist eigentlich eher so eine Einzelgängerin gewesen, da mitzukommen. Worum es eigentlich ging, das habe ich ihr natürlich nicht gesagt. Und zu meiner großen Freude kam mein Vater in Christo anschließend zu dem Schluss, also Philipp, weißt du, das ist wirklich eine Perle. Ihr könnt euch vorstellen, wie ich innerlich gejubelt habe. Aber dann folgte wiederum eine Phase, wo ich Gott gehorchen wollte. Und zwar vertreten durch die Maßgabe dieses Bruders. Der sagte nämlich, Philipp, also mach mal erst, es ist gut, wenn ein Mann seine Frau versorgen kann. Mach mal erst mal dein Studium zu Ende und dann gehst du den nächsten Schritt ins Referendariat und dann könnt ihr heiraten. Okay, habe ich so durchgezogen. Wir gingen in die gleiche Gemeinde, war etwas schwierig. Dann sagte irgendwann einer vom Jugendkreis, nicht zu mir, sondern zu ihr, als er sie mal mitnahm, sag mal, irgendwas stimmt mit dir und Philipp, da ist doch irgendwas. Also entweder ihr könnt euch partout nicht ausstehen oder wir sind uns aus dem Weg gegangen, meinte es sei besser, sie noch nicht mal zu begrüßen, also wirklich aus dem Weg gehen. Nur ab und zu haben wir dann uns mal getroffen, wenn Aussprachen nötig waren, wie so der Stand ist. Ja. Dass wir irgendwann mal uns offiziell, also innerlich heimlich waren wir ja eigentlich schon verlobt, aber dass wir uns irgendwann wirklich mal offiziell verloben könnten oder gar mal heiraten, mir schien dieser Traum zu schön, um irgendwann wahr zu werden. Ich dachte, vorher wird einer von uns sterben. Das ich denke, heutzutage ist wohl vieles in der Gesellschaft so, dass die meisten diese jahrelange
zwar innerlich enge Freundschaft, aber äußerlich auf Abstand gehen nicht mehr durchhalten. Ich hatte auch während meiner Studienzeit einen Glaubensbruder, der mit mir studierte und der früh geheiratet hat. Der hat mir gesagt, Philipp, ich hätte das nicht durchgehalten. Deswegen war es besser, dass wir schnell heiraten. Insofern kann ich es auch gut verstehen, wenn heute in meinem gemeindlichen Umfeld ich viele erlebe, die früh heiraten, also noch während des Studiums heiraten. Kann sein, dass das Studium dadurch sich verlängert, weil man sich nicht so aufs Studium konzentrieren kann, aber besser so rum, das sagt Paulus ja auch, also besser zu heiraten, als sich vor Verlangen zu verzehren. Alles in Ordnung, Hauptsache du fragst Gott und machst das mit ihm gut ab. Und tatsächlich, beide Träume traten ein. Wir durften uns offiziell verloben und wir durften uns knappes Jahr später dann auch durften wir heiraten. Weiter aus dem Nähkästchen. Als Verlobungsvers haben wir Psalm 37, Vers 5 genommen. Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn. Er wird's wohl machen. Und als Trauspruch habe ich ausgesucht, Matthäus 6, Vers 33. Kennen, denke ich, auch die meisten. So wird euch das alles zufallen. Genau. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Also setzt Gott und seine Sache an die erste Stelle im Leben. Dann wird er für alles andere sorgen, was du brauchst. Ich war fest überzeugt, das sollte Programm sein in unserer Ehe. In unserer, wenn Gott will, Familie. Und es hat sich auch so bewahrheitet. Ich kann jetzt nicht noch mehr da ins Einzelne gehen, wie er für die Dinge immer wieder gesorgt hat, die wir brauchten. Es war phänomenal, wirklich phänomenal. Darf Gott so bei dir in diesen Dingen entscheiden? Oder wenn du im Gespräch mit deinen Kindern oder mittlerweile vielleicht schon Enkeln bist, kannst du das ja mal ein bisschen so ansprechen. Weißt du, wie ist es eigentlich? Wie denkst du darüber in diesen Liebesdingen? Wie stark lässt du Gott damit reinsprechen, reinreden? Darf er das bestimmen? Wen und wann? Und wie dann die Grundlage eurer Ehe sein soll? Das nächste war bei mir, dass Gott über den Beruf entscheiden durfte. Also ich fing an damals, in der Zeit, wo ich noch nicht so auf ihn hörte, mit Jura. Das lag in der Familie. Mein Abi war sehr gut. Und dadurch, da kann man so aus ein paar Noten dann auch ungefähr das Ergebnis des ersten juristischen Examens ableiten. Ja, schien also alles zu passen. Und Jura ist eine gute Ausgangslage, um viel Geld zu verdienen. Fing ich damit an. Und irgendwann hatte ich den Eindruck, dass Gott sagt, nee, Karriere und viel verdienen ist nicht das Entscheidende für mich. Ich möchte, dass du später neben dem Beruf auch noch für anderes Zeit hast. Das, was du jetzt ja auch schon leidenschaftlich machst, nämlich Gottes Reich zu bauen, in Gottes Reich mitzubauen. Dann kam ich also ins Überlegen und dann besann ich mich auf das, was eigentlich mein Herz immer mehr erfreut hatte in der Jugend, nämlich christliche Zeltlagerarbeit, Arbeit mit jungen Menschen. Und dann habe ich umgeschwenkt und bin Lehrer geworden. Und auch noch Grund- und Hauptschullehrer. Also Lehrer sind ja schon in Deutschland lange Zeit verschrien gewesen. Das hat sich dann Gott sei es gedankt durch den Ausspruch von dem damaligen Bundespräsidenten Köhler etwas geändert. Lehrer sind Helden des Alltags, sind noch ein paar andere Helden des Alltags mittlerweile dazugekommen. Aber ja, aber Grund- und Hauptschullehrer, das war also noch weniger angesehen. Und meine Mutter dachte auch, Philipp, was wirfst du deine Begabung weg? Mein Vater, der war beruhigt, als er von mir hörte, man kann da auch promovieren. Ja, auch Lehrer können promovieren. Dann war es für ihn wieder in Ordnung. Bin also Pädagoge geworden und ganz bewusst Grund- und Hauptschulpädagoge. Zum einen, weil ich dachte, na, auch die kleinen Kinder und die Benachteiligten, die nicht so mit nicht so viel Grips, die brauchen gerade die Besten. Und zum anderen, weil ich dachte, naja, also wenn du nicht Abi-Klausuren
kontrollieren musst, korrigieren musst, dann hast du mehr Zeit auch noch, dich neben dem Beruf dem Reich Gottes zu widmen. Und auch die Studienphase ist nicht so lang. Wir wollten ja auch möglichst bald dann heiraten, nachdem ich schon einmal einen Studiengang vier Semestern aufgegeben hatte. Ja, bin also dann Lehrer geworden. Und während des Examens hatte ich dann den Eindruck, dass Gott nochmal präziser redet und sagt, Philipp, nach diesem Studium solltest du nochmal studieren. Und solltest noch Theologie studieren, solltest dein Hobby noch zum Beruf machen. Aber du darfst vorher heiraten. Ja, und so, also da musste ich dann sehr ins Gebet gehen, ins Fasten und habe mich natürlich mit anderen Leuten besprochen, mit meiner Auserwählten, mit meiner Verlobten auch. Verschiedene Professoren haben mir sehr zugeraten. Einer meinte, sie sind geradezu dazu prädestiniert, noch Theologie zu studieren. Und es fügten sich die Dinge letztlich so, dass ich zwar noch das Referendariat machte, aber danach sich dann auch finanziell eine Tür öffnete, um nochmal auf die Studienbank zu gehen und nochmal ein Studium ranzuhängen. Da war ich dann als Lehrer schon fest im Sattel, habe mich dann beurlauben lassen und mit 30 und 3 Kindern fing ich dann nochmal an zu studieren, weil ich den Eindruck hatte, Gott will das. Und zumindest empfand ich diesen Ruf innerlich so stark, also ich hatte ja keine Schrift an der Wand gesehen, aber ich empfand es so stark, dass ich dachte, ich muss das machen. Und wenn das falsch verstanden ist, dann wird Gott hat genügend Möglichkeiten, auf diesem langen Weg eine Hürde zu machen, dass ich das einfach nicht schaffe. Aber so lange werde ich es versuchen. Naja, und dann hat er auf wundersame Weise und bei mir auch verbunden mit ziemlicher Anstrengung mich eine Hürde nach der anderen nehmen lassen. Und dann bin ich also letztlich, unser fünftes Kind kam während der Examensarbeit, des ersten theologischen Examens, also der Examensarbeit, der theologischen Examensarbeit. Und Nummer 6 kam während des Paukens für die Kirchenrechtsklausur während des Vikariats. Also das war schon ein Ritt. Das war schon ein Ritt. Aber nicht nur für mich, für meine Frau natürlich mindestens so stark. Ich hatte den Eindruck, Gott wollte, also habe ich gemacht, ihn auch über meinen Beruf entscheiden lassen. Und dann kam das Nächste. Meine Frau und ich, wir sind Landpflanzen, Landpomeranzen. Und dann setzte mir ein anderer, Lachs gesagt, den Floh ins Ohr, ein anderer väterlicher Freund und Glaubensbruder. Philipp, ich habe den Eindruck, Gott hat zu mir gesprochen, du sollst nach Berlin. Und ich habe da schon mal jetzt so Gespräche geführt, dem und dem. Es war am Rande eines Synodenempfangs, wo ich von der Studentenmission auch abgeordnet war. Sprich mal mit dem. Lange Rede, kurzer Sinn. Nachdem ich das vor Gott bewegt hatte, kam ich zu dem Schluss, ja, das ist wohl, du magst zwar überhaupt nicht in die Großstadt, aber das ist wahrscheinlich genau richtig. Und dann haben wir den richtigen Zeitpunkt abgewartet und sind dann zu einem günstigen Zeitpunkt übergesiedelt nach Berlin. Und haben dann da gewartet, wie Gott mich dann einsetzen will. Kommt Ihnen das aus der Bibel bekannt vor? Wohnort nicht selber bestimmen? Verlasse dein Volk und dein Vaterhaus. 1. Mose 12, Vers 1. Und auch da wieder, was ist an den Gehorsam gekoppelt? Es ist ja nicht so, dass Gott von uns nur fordert, Gehorsam, 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 und es wird dir dabei schlecht gehen. Und ich freue mich als großer Sadist daran. Nein. Ja, verlasse und geh in das Land, das ich dir zeigen will. Und jetzt die Verheißung, ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen. Und du sollst ein Segen sein. Und das Gleiche wieder im Neuen Testament, wenn wir bei den Jüngern vorhin waren. Bei Jüngerschaft. Was sagt Jesus den Jüngern immer, wenn er ihnen begegnet und einen ruft? Komm, folge mir nach. Und sie ließen alles stehen und liegen.
Also es war nicht so grundlegend wie bei Abraham. Petrus konnte wieder in sein Haus, seine Schwiegermutter war krank und sie haben da, oder im anderen Fall haben sie auch bei einem zu Hause gegessen. Es war nicht ganz so kategorisch, aber grundsätzlich schon sind sie mit ihm dann die Jahre durch die Lande gezogen, haben erstmal alles aufgegeben. Und Paulus schreibt darüber auch. Wer in den Krieg zieht, 2. Timotheus 2, Vers 4, der enthält sich aller Dinge, auf dass er dem gefalle, der ihn angeworben hat. Jetzt komme ich noch auf ein paar Dinge. Aus dem Nähkästchen ist jetzt genug geplaudert. Noch ein paar Prüfsteine, an denen man das so festmachen kann. Das sind längst nicht alle. Und vielleicht sind für euch andere wichtig, dann ergänzt die gerne, wenn du die dazu assoziierst, zu dem, was ich bis jetzt ausgeführt habe. Aber ich möchte noch auf ein paar kommen, die mir wichtig sind. Vertraust du Gottes Wort auch dahingehend, was den Wert des Lebens angeht? Wenn Gott also sagt, Leben ist ein Geschenk, ein bewusstes Geschenk, Kinder sind ein Geschenk von mir, eine Gabe des Herrn, siehst du das auch so? Psalm 127, Vers 3. Und in Verbindung damit jetzt das 5. Gebot, du sollst nicht töten, 2. Mose 20, Vers 13. Ist dir das auch so wichtig, wie es Gott ist? Ich vermute, das steht nicht so ausdrücklich in der Schrift, aber ich vermute, dass Gott die Kultur des Todes, die in der westlichen Welt zumindest und in der kommunistischen Welt gefahren wird, was Abtreibung angeht, dass das Gott ein ähnliches Gräuel ist, wie damals, dass Kinder dem Baal geopfert wurden. Wenn das aber ihm so ein Gräuel ist, ist es dir auch so, so unerträglich. Also ich will jetzt gar nicht davon reden, das ist, denke ich, selbstverständlich, dass Christen das nicht machen. Vielleicht ist der erste Gedanke mal, wenn man ungeplant ein Kind bekommt, oh, wie sind denn, oh, nein. Aber dann sehr schnell setzt sich doch Gottes Geist durch und hoffentlich auch von deinem christlichen Umfeld, die sagen, das wird schon. Dort, wo Gott ein Häslein schenkt, habe ich damals gelernt, er auch an das Gräslein denkt. Aber ist dir das so unerträglich, dass es dich nicht auf dem Stuhl hält? Also, dass du auch zum Marsch für das Leben gehst? Oder dass du zumindest Leserbriefe schreibst oder auf sozialen Medien dich dazu äußerst. Klar, wir sind gegen Rassismus. Klar, wir sind als Christen auch gegen Sklaverei. So wie damals William Wilberforce und Martin Luther King, die allerdings in den Anfängen. Nur wir sind ähnlich in der Pioniersituation. Nämlich aufzubegehren gegen die allgemeinen akzeptierte Praxis der Abtreibung, die jetzt sogar wieder ganz aggressiv um sich greift, dass das zu einem Recht werden soll. Ist es für dich, vertraust du Gottes Wort so stark, dass du sagst, ja, das ist für mich auch genauso ein Gräuel, wie es Gott ist und ich kann dabei nicht schweigen, ich muss mich dagegen irgendwie betätigen. Und wenn wir schon bei Kindern sind, lässt du Gott in deine Kinderzahl reinreden? Nun steht ja nirgends eine Kinderzahl in Gottes Wort. Aber doch, in gewisser Weise schon. Also jedenfalls eine Mindestkinderzahl. Ich rede jetzt nicht von den Fällen, wo man sich Kinder wünscht und sie nicht bekommen kann. Vielleicht noch nicht mal einen Mann oder eine Frau bekommt. Das ist was anderes. Aber wenn die Voraussetzungen bei euch da sind, oder du bist schon längst über das Alter hinaus, also wieder dann mit deinen Kindern oder deinen Enkeln darüber reden, gibt so eine Mindestzahl. Gleich auf den ersten Seiten der Bibel. Was ist Gottes Auftrag an uns? Daneben, neben dem Auftrag, die Schöpfung zu bebauen und zu bewahren. Was kommt noch davor? Genau, seid fruchtbar und mehret euch. Damit ist die Mindestzahl schon mal 3. Mehren kann man sich nicht, wenn man nur 2 bekommt. Damit bleibt es gleich. Aber dann steht da ja noch was. Dann steht da, und füllet die Erde. Also füllen mit 3... Ich will jetzt nicht mit euch diskutieren über Zahlen, aber wir hatten das Glück, dass wir in
der entscheidenden Phase, wir kamen ja beide aus nicht wirklich christlichen, meine Frau aus gottesfürchtigem Elternhaus, ich aus so eher liberalem Elternhaus. Aber wir hatten das Glück, dass wir in dieser entscheidenden Phase als junge Erwachsene, wo wir vor der Phase Partnerschaft und Familiengründung standen, dass wir solche Geschwister kennenlernten, die die Kinder aus Gottes Hand genommen haben und uns gesagt haben, es geht. Es geht. Natürlich hat Gott uns auch Verstand gegeben, das ist klar. Aber als Petrus seinen Verstand einschaltete, als er übers Wasser ging, fing er an zu sinken. Und der Konfirmationsspruch unseres Jüngsten, den er sich ausgesucht hat, ist aus Sprüche 3. Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Ja, wenn du ihn vor Augen hast, dann wird er für alles in richtiger Weise sorgen. Also mit großem Vertrauen auf Gott auch an diesen Punkt gehen. Und dann noch etwas, das musst du bitte selber in Anbetracht der Zeit, die sehr vorangeschritten ist, das musst du bitte selber vertiefen oder meinetwegen können wir es nachher auch bei den Fragen noch mal ein bisschen vertiefen. Nimmst du Gottes Wort auch ernst hinsichtlich der Konsequenzen, die er durch Paulus zum Beispiel ganz klar benennt, was das Leben im Fleisch beziehungsweise das Leben im Geist angeht? Die Werke des Fleisches, wenn ihr mit mir nochmal aufschlagt, Galater 5. Da heißt es in Vers 19, offenkundig sind aber die Werke des Fleisches, als da sind Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Hader, Eifersucht, Zorn, Zank, Zwietracht, Spaltungen, Neid, Saufen, Fressen und dergleichen. Also die Liste ist nicht abgeschlossen. Davon habe ich euch vorausgesagt und sage ich noch einmal voraus, die solches tun, werden das Reich Gottes nicht erben. Sind dir diese Dinge, die hier aufgezählt werden und andere, die dir Gott vielleicht deutlich macht, sind dir die so ernst? Also hast du davor so große Manschetten, dass du sagst, das darf ich einfach in meinem Leben nicht dulden? Oder bist du mir so, naja, Kavaliersdelikt? Das sagt Paulus hier nicht ohne Grund. Ja, und er sagt sogar, er betont es ja ausdrücklich, davon habe ich euch vorausgesagt und sage noch einmal voraus. Die solches tun, werden das Reich Gottes nicht erben. Ich verstehe das in dem Sinne, daran festhalten wollen, sich damit einrichten im Leben. Statt darüber immer wieder Buße zu tun und neu in den Kampf zu gehen, wer gefallen ist, darf wieder aufstehen. Der Gerechte fällt 7-mal und steht wieder auf. Um dann neu zu sagen, Herr, es tut mir herzlich leid, ich möchte es nicht und ich glaube, dass du mir hilfst daraus. Ich bin schon befreit. Können wir jetzt nicht auch noch auf alles eingehen? Ja? Wir sind die geistliche Existenz. Wir sind schon befreit. Ich bin schon mit auferstanden. Das hat keine Macht mehr über mich. Nur eines noch kurz dazu. Fressen und Saufen steht da auch in dieser plastischen Luthersprache. Ein bisschen vornehmer ausgedrückt. Wisst ihr nicht, dass eure Leiber Tempel des Heiligen Geistes sind? Also nimmst du das so ernst, dass du sagst, also ich will für diesen Tempel Gottes auch wirklich sorgen. Also ich bin kein Vegan-Fetischist oder so, ja, das nicht. Aber dass man schaut, was sind denn die Erkenntnisse zu gesunder und ungesunder Ernährung, zu ungesunder und gesunder Lebensweise und dass man sagt, ja, das will ich auch mir vornehmen, ich möchte das Stück für Stück mehr verwirklichen. Auch daran kannst du ablesen als einem Prüfstein, wie sehr du Gottes Wort vertraust. Ja, und morgen kommen wir dann dazu, ob wir Gottes Wort auch vertrauen in dem, was er zu der Wichtigkeit von Vergebung sagt. Soweit erstmal von mir.